Versuche es weiter. Du kommst immer näher. Ich muss reingehen und in Bewegung bleiben. Ich muss handeln. Ich habe einen Plan. Ich lasse sie nicht gewinnen. So ist das passiert. Das Zischen erwischte Trench als ersten. Er schaltete den Projektor ein. Ließ sie rein. Ich darf das nicht vergessen. Das Zischen. Das Zischen ist der Feind. Zischen bohrt sich rein. Ich bin hier gefangen. Es übernimmt die Kontrolle. Nichts davon ist real. Du bist ein Wurm. Fliegst durch die Zeit. Das war mein Konzert. Ich werde kämpfen. Ja. Und einen Weg finden, es zu vertreiben. Willkommen zurück. Meine Assistentin, du bist ein Wurm. Ist gut. Kriegst durch die Zeit. Das Donnerlied verzerrt dich. Du bist ein Wurm. Kriegst durch die Zeit. Das Donnerlied verzerrt dich. Glück kommt. Ich weiß, was ich tun muss. Anfangen. Ich hätte es früher sehen sollen. Das ist mein Chaos. Ich muss es beseitigen. Ich, niemand sonst. Ich bin die Direktorin. Hallo, hier ist Dr. Caspar Darling. Ich habe eine vertrauliche Nachricht für den Direktor des Federal Bureau of Control. Ich habe traurige Neuigkeiten. Hadron ist tot. Aber es war keine Quelle, sondern ein Katalysator. Verstehen Sie? Sie müssen in mein Büro. Das Endspiel. Es wird enthüllt. Warum hast du mit Lord Chessies? Der Spiegel dreht, der okay, das ist schon geil. Du bist fort. Tot. Ich fühle dich nicht mehr. Ich kann nicht. Aber da ist was. Ich weiß nicht was. Das Motel ist ein Ort der Macht, der Veränderung, der Durchreise. Es verbindet alles. Das ist ein Traum in meinem Kopf. Warum soll das mich nicht an mein Ziel bringen? Oh,
Dr. Caspar Darling Dynamite, Federal Bureau of Control Records. Was zur Hölle? Das ist so seltsam. Ach was? Da ist ein Büro mit meinem Bild drauf. Polaris? Leuchte heller um eine Konstante herum. Drehen Sie sich. Hadron ist tot. Aber du lebst hier in mir. Vielleicht hat Hadron dich in unsere Köpfe gepflanzt, als wir sie getroffen haben. Vielleicht warst du schon immer da. Und sie wollte mir zeigen, wie ich dich wecke. Vielleicht werde ich es nie verstehen. Vielleicht muss ich das auch nicht. Trench wurde als erster vom Zischen befallen. Langsam über die Jahre hinweg. Sein Verlangen nach Kontrolle machte es nur schlimmer. Trench brachte den Projektor in die Nostalgieabteilung. Und damit hat er dem Zischen die Tür geöffnet. Einfach so. Nachdem Hadron starb, wollte das Zischen auch mich kriegen. Aber ich bin stärker. Wir sind stärker. Sie warten. Sie werden versuchen, uns zu stoppen. Das Zischen ist hier drin. Alle Übertragungen sind befallen, umgeleitet, rötlich gelbe Außenhaut. Holy shit. Sind wir da oben schon? Wo ist er denn jetzt? Du bist ein Wurm! Kriegst durch die Zeit! Das Donnerlied verzerrt dich! Glück kommt! Weiß, während in Gelb und Rot erscheinen! Der Spiegel dreht es. Ich weiß, er ist immer noch irgendwo da drin gefangen. Ich weiß es, weil es für mich auch so war. Stärkeschuppen geleitet, jeder Pelz muss verbraucht werden. Warum haben die Levelanzeigen? Letzter. Wow. Wow.
Sind wir jetzt fertig endlich? Na also. Wie der eine gleich runtergesprungen ist. Sind die alle runtergesprungen? Wow. Eher noch so ein. Oh, komm her, ich weiß, dass du da bist. Eine Viecher irgendwie erwischt. Ne, das ist immer noch da. Wow, wie halt runtergeflogen ist der eine. Hey Dylan! Dylan liegt im Koma. Ich weiß nicht, ob noch was von ihm übrig ist. Ob er je zurückfinden wird. Das Portal ist geschlossen. Aber das Zischen verbleibt im ältesten Haus. Und die Quarantäne kann nicht aufgehoben werden, solange noch eine Spur davon vorhanden ist. Ich arbeite mit der Geschäftsleitung an einer Lösung. Aber es liegt noch ein langer Weg vor uns. Ich bin die Direktorin des Federal Bureau of Control. Wir hängen da zusammen drin. Du und ich. Das war's jetzt einfach? Okay, wir sprechen uns am Ende.
Thank you.
Was war denn jetzt los? Jetzt ging's ein... Alter, nein, das geht ja gar nicht. Ich meine, ich mag den Kamm hin. Oder das. Warte mal. Aber holy shit. Gegenmaßnahmen des Ratsbehörden helfen dir im Kampf gegen die Bedrohung des Zwischensuchs in den gefährlichsten Tiefen des Elsenhauses nach Behördengeheimnissen und verborgenen Hinweisen. Die Verurteilten. Hä? Das ist der Name des Films, an den ich dachte. Nicht wichtig, aber das ist er. Wow. Fuck. Ja, mich würde mir noch gerne interessieren, was jetzt aus dem Darling eigentlich genau geworden ist. Ja, er wird verändert und sonst irgendwas, aber... Trotzdem. Haftnotizbeschwerde an die zuständige Stelle, falls ihr es noch nicht wissen, irgendwo hat dazu geführt, dass sich ein Haftnotiz in meinem Büro vervielfältigt. Mein Büro ist derzeit nicht benutzt und nutzbar. Ich werde von zu Hause aus arbeiten, solange das Problem nicht behoben worden ist. Sie können mich über mein Handy oder Festnetz zu Hause erreichen. Hochzeitsfall Chief Bowser, Vizestabschef. Na? Ist wenigstens mal ein harmloses Ding. Hope soll befördert worden sein. Forschungsleiterin. Was? Die Direktorin vergibt einfach Beförderungen? Du gehst da wohl besser rein. Eine weitere Munitionsquelle. Ganz auf schnell. Okay. Wenn der Dia-Projektor ein Dia benötigt, um die Portale zu öffnen, was ist dann das Objekt der Macht? Die Dias oder der Projektor? Oder ist das ohnehin alles eins? Jetzt bin ich gespannt, was die erzählt. Ich meine, für mich ist das Spiel jetzt eigentlich ja vorbei. Jesse, schön dich zu sehen. Wir halten Dylan in der Isolationszelle fest, wie du angeordnet hast. Mein medizinisches Personal führt gerade Tests durch und ich kann dir später die Details erläutern. Abgesehen davon, wie geht's weiter? Da der Dia-Projektor ausgeschaltet ist, kann kein Zischen mehr eindringen. Aber wir müssen mit denen fertig werden, die hier sind. Die Quarantäne kann erst aufgehoben werden, wenn sie komplett vernichtet wurde. Wenn das Zischen ausbricht, wäre alles verloren. Alle auszulöschen wird eine Weile dauern. Ich tue, was ich kann, aber meine Forschungen gehen langsamer voran, als ich es gerne hätte. Ich glaube, da kann ich helfen. Ich mache dich mit sofortiger Wirkung zur Forschungsleiterin. Verwende alles, was die Behörde zu bieten hat. Jede Ressource, jedes vertrauliche Datenfitzelchen, um einen Weg zu finden, das Zischen endgültig auszusperren. Das ist im Ernst? Ich meine, ja. Ja, ich kann sicher, ja, ich nehme an. Du machst das schon. Außerdem gibt es keine anderen Alternativen. Es ist mir eine Ehre, Jesse. Wirklich. Danke. Was jetzt schon wieder? Erinnerst du dich an Tomasi, den Leiter der Kommunikation? Der Zischer, in den er verwandelt wurde, tauchte in der Isolation auf. Stimmt, der Sack ist abgehauen. Ich kümmere mich darum. Diesmal entkommt mir das Ding nicht. Ich hörte Berichte über seine spezielle Sprache und Betonung, wenn er die Geräusche des Zischens nachmachte. Die Unterschiede in Biologie und Verhalten zwischen vom Zischen befallenen Personen sind faszinierend. Ob ich diese Daten wohl kategorisieren könnte? Sie ist mit den Gedanken schon wieder woanders. Jesse, Darlings Schicksal. Als das Zischen in meinem Kopf war, habe ich komische Dinge gesehen. Darling hat möglicherweise mit mir gesprochen. Macht das Sinn für dich? Empirisch? Nicht wirklich. Aber Phantomstimmen und halluzinative Zustände sind hier nichts Ungewöhnliches. Wenn man die Kräfte bedenkt, mit denen Dr. Darling zu tun hatte, könnte er auf eine andere Bewusstseinsebene transferiert worden sein. Physisch oder sonst wie. Und das lässt dich völlig kalt? Natürlich nicht. Dass er diese Kräfte geheim gehalten hat, ich könnte kochen vor Wut. Aber es war Darlings Traum, über unsere Realität hinauszublicken. Diesmal könnte er zu weit gegangen sein. Aber solange sein Bewusstsein seine Umgebung wahrnehmen kann, hat er bestimmt Spaß.
Vielleicht wollte dich Darling nur vor der dunklen Seite seiner Arbeit beschützen. So ein Quatsch! Ich bin kein Kind. Er soll nicht einfach annehmen, dass ich unsere Arbeit moralisch bedenklich finde. Auch wenn es das ist. Was sie natürlich war. Dylans Zustand, HRV-Ausfall. Also, da war dieser kurze Moment, nachdem Hedron gestorben war, wo ich meine Kräfte nicht fühlen konnte. Das Zischen kam in meinem Kopf. Nur ganz kurz. Das erklärt den Ausfall der HRV. Das Zischen hatte uns, bevor wir wussten, wie uns geschah. Es war in meinem Kopf. Ich habe schreckliche Dinge gesehen. Ich war kurz davor, den Löffel abzugeben, als das Zischen zurückgedrängt wurde. Die HRV funktionierten wieder. Dylan ist danach verschwunden und wir haben die Zischer bekämpft, die nach ihm kamen. Wenn die HRV nach Hedrons Tod ausgefallen sind, dann muss es eine neue lokale Quelle geben, die sie verstärken. Und die wäre dann wohl... Ich. Du! Hedron ist tot, wenn dieses Wort überhaupt auf eine resonanzbasierte Lebensform zutrifft. Aber was immer sie in dir ausgelöst hat, die Kraft, die du Polaris nennst, ist immer noch aktiv. Zumindest, wenn man meinen Instrumenten glauben kann. Wir werden wohl nie alles verstehen. Aber das ist in Ordnung für mich. Ich bin nur froh, dass du hier bei mir bist. Gut zu wissen. Danke, Emily. Okay, eigentlich wollte ich jetzt aufhören. Aber wir gehen jetzt den Tomasi noch platt machen. Jawohl, also, er nervt mich. Direktorin Faden. Es kotzt mich nämlich an, dass der abgehauen ist. Nicht mal im Spaß. Fähigkeiten 7. Hä? Oh. Hallo? Hä? Was ist jetzt los? Irgendwie kann ich hier nichts machen. Ein Zischer ist Ihnen gefolgt, ja? Ich kann auch nicht ins Menü, irgendwas spinnt gerade. Der stürzt mir jetzt aber nicht ab, oder? Hallo? Wenn ich Start drücke, passiert das da? Ich kann noch da rein? Alles klar, wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt aber. Hä? Jetzt. Outfits. Ah, Büroassistentin-Ding haben wir auch. Nee. Zivilistin schaut halt einfach nur am coolsten aus. Jetzt. Fähigkeiten. So haben wir ja eigentlich alles. Wir haben unsere Energie nie mehr auf, ne? Ja, Schnellreise. In der Isolation war es, glaube ich, ne? Hat sie gesagt. Aber wo in der Isolation? Atrium des versiegelten Grenzbereichs. Wir gehen mal in die Logistik einfach. Beim Startgebiet. Ich würde den Trench schon noch gern killen. Also da kann ich jetzt so sagen, das waren dann im Schnitt noch 6 Stunden, glaube ich. Wenn ich es jetzt genau nehme. Was ich jetzt mit der letzten Aufnahme und der Aufnahmesession jetzt noch rausgehaut habe. Ist bloß die Frage, wo der Pisser hin ist. Aktive Mission. Mr. Tomasi. Drehscheibe. Wo zur Hölle waren denn die Drehscheibe? Ah, ja. Hier? Wir gehen mal dahin. War da die Drehscheibe?
Nee, das glaube ich ist das, wo ich das Uhrending gehabt habe, oder? Den Anker? Jo. Shit. Das war aber definitiv nicht hier irgendwo lang, ne? Hat er gerade gemeint, ne? Ich kann das Licht mal anmachen. Ja, dann machen wir schon alles kaputt. Das ist zum Mitnehmen. Fuck, Alter, jetzt kommt das raus, wo ich nicht mehr weiß, wo ich eigentlich hin soll. Fuck off, wir gehen jetzt nochmal zurück, da wo wir hinwollen. So, wir waren da. Transitkorridor. Da. Wow, wow. Ich habe nicht gesehen, dass das unten drunter durchgeht. Ich dachte mir doch, dass das da Verbindung gibt. Nee, warte mal, in die Richtung, ne? Da ist auch der Korridor. Oh, das Ding ist da. Wo ist der kleine Bastard? Warte mal. Da drüben konnte ich doch vorher nicht rein. Hä? Ist das nicht auch so ein Würfel? Ja.
Alter! Ach komm, ey, jetzt ist sie nicht ausgewichen. Scheiße. Dieses dämliche Dreck, also dass er mich getroffen hat, war meine eigene Schuld, aber dass dieses dämliche Drecksunsichtbare Drecksviech. Ja genau, das meine ich halt. Dass das plötzlich vor mir steht, leck mich. Dämliches Drecksviech. Was hat mich denn jetzt erwischt? Was hab ich denn jetzt erwischt? Oh. So. Die Behörde sollte sich nach einem neuen Leiter der Kommunikation umsehen. Zusammenfassung. Paranoidische Objekt taucht in dem Feld außerhalb von Sterling's Colorado in der Nähe von einer Werbetafel für auf. Es kamen keine Zivilisten zu Schaden, obwohl es seit dem Ereignis der Hund der einer Familie als vermisst gemeldet wird. Die örtlichen Behörden kamen an dem Schauplatz und es gab eine überwachte Kommunikationsleitung Befehle. Dabei kamen mehrere Schlüsselwörter zum Einsatz, die das FBC markiert hatte. Behördenagenten des regionalen Büros wurden ausgesandt und kamen 2 Stunden nach der Polizei an. Die Situation wurde unter Kontrolle gebracht und die Analysen begannen. Forschungspersonal der Behörden kam am nächsten Tag und untersuchten das Objekt. Nach tägiger Untersuchung wurden das Objekt auf einen geschlossenen Laterne mit integrierten Schwarzsteinverkleidung geladen. Laterne, über das U-Bahn-Transitsystem, welches in ein Elsenhaus führt, in das Hauptquartier der Behörde gebracht. Der Stein oder was? Sie hören Amerika Overdrive. Wurde seit 29 Jahren Schleier zwischen Fiktion und Realität. Danke, dass Sie bei uns sind. Ich habe viele Anrufe wegen dieses Meteors in Sterling, Colorado erhalten. Es gibt Berichte über einen großen, kugelförmigen Behälter, der auf einem Feld außerhalb der Stadt abgestürzt ist. Einige Regierungsleute haben ihn angeblich mitgenommen. Zufällig senden wir aus Colorado. Sterling ist nicht weit. Ich fuhr selbst hin, um es mit Mitgliedern des American Overnight Teams zu überprüfen. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, es dauerte nicht lange, bis wir Metallteile fanden, die auf einem Feld verstreut waren. Dies ist ein weiteres Beispiel für ein UFO, das in unseren Luftraum eintritt und abstürzt.
Dass die Regierung die Beweise im Schutz der Dunkelheit mitgenommen hat, verschlimmert nur die Tatsache, dass es sich hierbei sicher um Besucher von jenseits unseres Planeten handelt oder sogar des Sonnensystems. Gehen Sie auf unsere Website, um Bilder der von uns entdeckten Raumschiffe zu sehen. Und schenken Sie währenddessen unseren Sponsoren Ihr Ohr. America Overnight ist gleich zurück. Hoppala, ich hätte es vielleicht mal wieder anmachen sollen, ne? Dann habe ich das eine auch gerade nicht vorgelesen. Ah, fuck. Ja, ist ja egal. Weil ich habe was getrunken, während der gelabert hat, der eine. Ja, die Kurzfassung war ja vor dem Text, wenn ich nicht selber gelesen habe, dass die grelles Licht, alles wurde vaporisiert in einem kreisförmigen Bereich. Die haben es mitgenommen, ist inaktiv seitdem und Leute müssen es gesehen haben, weil es halt eben so ein grelles Licht war. Und haben American Overnight dazu benutzt, indem sie UFO-Teile dort liegen haben lassen. Oder halt Teile dort liegen haben lassen, Metallteile, das ausschaut, wie wenn sie dann UFO weggebracht hätten. Passt. So kann man schnell was vertuschen. So, jetzt schauen wir mal noch, was die Emily zu sagen hat. Und dann, denke ich mal, wird es für mich zum Endfazit kommen. Im Hotel wurden keine Zischer gesichtet. Könnten dort Überlebende... Ich habe mich um das Ding gekümmert. Entschuldigung, er war ja dein Kollege. Schon okay, das war nicht Tomasi. Der starb, als das Zischen ihn erwischte. Du hast recht. Ich wollte nur nicht unsensibel klingen. Sensibilität ist in solchen Situationen eine Schwäche, Jesse. Das weiß jeder hier. Emily wird wohl keiner je rührselig nennen. Okay. Bitte. Jawohl, Ma'am. Direktorin Faden. Bitte, Emily. Wer hat meine Welt nicht mal im Spaß? Das war ich, Mom. Tut mir leid. Okay, wir könnten noch mal kurz zum Dylan schauen. Ist der nicht oben bei dem Ding? Ach scheiße, ich muss ja da selber auflaufen. Hast du das Waffenlager gefunden? Nein, wurde wohl verschoben. Die Ranger kontrollieren jeden Sektor. Direktorin Faden hat gute Arbeit geleistet. Besonders, wenn man bedenkt, wie neu sie ist. Wo waren denn nochmal? Ne, ganz oben irgendwas, ne? Ne, da hinten. Ja gut, dann starte ich halt. Wann kommt Marshall zurück? Passt gar nicht zu mir, eine Krise zu verpassen. Tata als Marshall geht kaum. Ich musste dir keine Sorgen machen. Hoffentlich hast du recht. Ich warte hier, wenn du aufwachst, Bruder. Falls du aufwachst. Ja gut. Einen hätten wir noch, auf den wir schauen können. Die Direktorin soll die Zischer gestoppt haben, oder? Okay, Schnellreise. Achso, hier bin ich, ja. Wo wollte ich hin? Belüftungssystem. Wir schauen noch kurz mal beim Arti vorbei, ob der vielleicht schon aus seinem Urlaub zurück ist. Also gut, was gibt's über das Spiel zu sagen? Die Grafik ist echt cool. Was heißt cool? Also die ist echt gut gemacht. Auch diese ganze Zerstörung, was du anrichten kannst, ey, das macht echt Spaß. Dann, so das ganze Kampfsystem ist echt gut gemacht. Also, ey, ich habe
von den ganzen Kämpfen und Schmeißen und sonst irgendwas komplett teilweise vergessen dann zu labern, weil ich da voll drin war. Ah, General's Office da. Ja, ich kann da immer nur nicht durch, leck mich. Ja, die Gegnervarianz. Die Gegnervarianz, ja, die war jetzt nicht so groß. Aber jetzt auch nicht so, dass du sagst, ey, das ist totaler Scheiß. Das ist viel zu wenig. Es ging eigentlich so. Arti ist noch weg. Ich glaube, Arti plante mehr, als er zugab. Hat er dieses Ziel bereits erreicht? Genital Work Order. Was für ein Chaos, rede mit den Pflanzen. Beseitige den Fungus. Isolierte Verwahrung Krankenflügel. Beseitige die Verstopfung. Noch mehr Fungus. Das sind wahrscheinlich die Sachen, was man noch machen kann. Aber gut. Ich weiß nicht, ob es noch großartig was Spezielles kommt oder so. Also gut. Grafik habe ich ja gesagt, ist top. Da geht's auf. Das wird das Kürzel sein, oder? Oh ne, das ist was ganz anderes. Grafik ist top. Kampfsystem macht echt Spaß. Gegner sind vielleicht ein bisschen zu wenig, aber gut, es ist halt, weil du hauptsächlich Menschen bekämpfst. Schildschub. Ja, das Aufwertungssystem ist in Ordnung. Aber jetzt nichts, wo man sagt, oh ja, das ist ja extra vagant. Ach, was weiß ich, ey, keine Ahnung. Die Geschichte finde ich echt gut. Also, ich mit so Mysterien und so ein Zeug kannst du mich ja sowieso haben. Die Länge vom Spiel, ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, 10 Stunden gespielt. Wäre mir jetzt zum Teil persönlich vielleicht auch keine 60 Euro wert gewesen. Aber das ist natürlich wieder dieses typische, muss natürlich wieder jeder für sich entscheiden. Ah, jetzt halt. Ich muss schon genau treffen, ansonsten rutsche ich einfach durch. Ja, ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin am überlegen, ob ich mir die DLCs dann auch hole. Aber nee, ich denke mal, das war jetzt genug davon. Klar, ich meine, die kostet jetzt auch bloß einen Zehner, glaube ich, oder sowas, habe ich jetzt gesehen. Aber das ist halt auch bloß mehr davon, was man eh schon gemacht hat. Deswegen, ja. Werde ich die mal lassen. Ja, was gibt's noch? Das Ende war ein bisschen abrupt, ne? Also ich fand das Ende. Es war spektakulär. Mit dem ganzen Zischen und sowas. Aber ansonsten fast ein bisschen lahm. Weil da hätte ich mir gerne noch mehr Erklärung? Scheiße, ich komme so nicht nach. Ah, aber so. Oh, oder mit der Treppe. Wo geht's denn da hin? NSC. Nosmo-Sarkophagus Container. Das soll nicht zur Regel werden. Was
fast nicht zu Regelwerken, wie man Sarkophag. Blackrock-Ding. Was ist da? NSC. NSC wird in Auftrag des Stellvertreter leider Strange entwickelt, kurz bevor das Rektor wurde. Der Behälter bietet eine sichere Methode, überschüssige Energie zu gewinnen, während das humane Methode ist, ihn umzubringen. Die Kühlmittelpumpe verhindert, dass der Behälter überhitzt, während Energie abgesaugt wird. Wird komplett autark. Der Verschwinden von NSC 01 durch eine Manifestation Kraft von der Insasse gefesselt und ein zweites Modell gebaut, verfügt über einen gebauten Raumanker, die so kompliziert konzipiert sind, dass sie eine translokative Wirkung auf die Insasse verhindern. Sind die da drin? Okay. Ich meine, da war jetzt ein Feuer, aber was bringt mir das Feuer? Ah, da! Guru-Surfbrett? Ein aktives Surfbrett aufgrund eines Designs wird es in den 60er Jahren zugeordnet. Das Objekt verstärkt bei Berührung das Selbstbewusstsein. Die Wirkungsdauer ist... Die Behörde wurde aufgrund einer beliebten nationalen Vortragsreihe auf das Objekt aufmerksam, die es als nachweisliches Wundermittel für Menschen anpries, die unter persönlichen Unzulänglichkeiten litten. Der Selbsthilfekurs hieß Die Macht des Bretts, war von einem Mann namens Chester Bless ins Leben gerufen worden und wurde von eben jenen durchgeführt. Zahlreiche Teilnehmer erfuhren einen sofortigen Anstieg ihres Optimismus und fühlten sich nach Berührung des Objekts viel wagemutiger. Als der Medienrummel seinen Höhepunkt erreichte und die Veranstalter tausende Menschen anzogen, schritten die Behörde ein. Agenten führten in Mr. Bless' Haus in Los Angeles eine Razzia durch, fanden es jedoch leer vor. Von ihm fehlte jede Spur, nur das Objekt war im Haus zurückgeblieben. Ah, okay. Das Objekt fand es scheinbar nicht so geil. Hier sind die da drin oder was? So waren wir jetzt eigentlich dann auch überall, ne? Da unten ist scheinbar noch was, wo ich hin könnte. Line. Immer dasselbe? Mein Spiegelbild gefangen in der Dunkelheit meines Cafés. Der Regen verwandelt die Lichter der Stadt in ein Mosaik an den Fenstern. Die Zeitung listet auf, was auf der Welt falsch läuft. Die Liste wird täglich länger. Der Unterschied zwischen Morgen und Abend, Kaffee und Whisky. Das ist eins. Der Wecker läutet um 5. Es ist, als wäre ich eben erst eingeschlafen. Es ist dunkel. Ich sitze auf meinem Bett. Ich stehe auf, dusche. Der Fahrer wartet unten, bringt mich ins älteste Haus. Ein alter Mann starrt mich im Autofenster an. Es regnet. Es ist dunkel. Nachts bringt er mich hierher zurück. Es ist kein Zuhause, nur ein Raum, in dem ich schlafe und danach so müde aufwache, wie ich vorher war. Immer dasselbe. Okay, aber wo haben wir das herbekommen? Die Zukunft? Achso, scheiß auf die Zukunft, Fundament. Meinungsverschiedenheiten. Multimedia ungelesen.
Hedron. Ja, Expedition 3. Hat man. Letzte Nachricht. Das war das, ne? American Overnight. Old God aus Asgard. Take Control. Schriftverkehr. Beschweren über den Hochofen, das habe ich voll nicht. Der Hochofen, warum dürfen wir drin keine veralteten Papiere verbrennen? Erscheint mir Verschwendung eines absolut guten Feuers zu sein. Ich will nur ein bisschen Geld und eine Menge Aufwand sparen. Das gefällt Ansaugtypen doch normalerweise, oder? Womit wird der Hochofen dann befeuert und wer ist überhaupt dafür verantwortlich? Ist immer an, aber ich sehe niemanden, der sich darum kümmert. Und das Geräusch, das er macht, ist das nicht ein wenig, ich weiß nicht, unnatürlich? Ich meine, ich kann doch nicht der Einzige sein, der dieses komische Keuchen oder was das ist, hört. Jemand sollte sich das Ding mal ansehen, ist vielleicht in deiner Zeit, ihn zu ersetzen. Fallakten. Aschenbecher und Zigarette. Das Objekt ist ein Stahl-Aschenbecher auf dem Boden, dessen Boden ein Labyrinth eingraviert ist. Darin liegt eine brennende Zigarette. Gebunden ermöglicht das Parodieren ein Labyrinth mit sich verschiedenen Korridoren zu erschaffen, ohne den echten Raum in der Umgebung anzupassen. Das Labyrinth bildet sich am Standort des Objekts nur. Der Bindende gelangt in das Labyrinth, kann selbst aber andere hineinlassen. Das Objekt ist derzeit an Director Trench gebunden. Das Objekt wurde von einem Ranger-Team in einer Einrichtung für Senioren entdeckt, die das Zentrum vieler Vermisstenmeldungen geworden war. Auch Beamte örtlicher Behörden verschwanden darin, als sie auf Meldungen reagierten. Agenten entdeckten das Objekt in, was darauf hindeutet, dass es der Grund für die Vermisstenmeldung war. Der Aufenthaltsort der Vermissten ist immer noch unbekannt. Es wird davon ausgegangen, dass sie sich im Labyrinth verlaufen haben. Ein Objekt ist dann mit einem medikalen Magazin, folgt Reproduktion des Effekts. Objekt nicht erfolgreich gebunden. Die Parallelität dieses Objekts erfordert keine Bindung. Nein. Okay, steht halt eigentlich nichts drauf, was man braucht. Fotografie von Direktor und Faden. Dankeschön. So, jetzt aber. Super Spiel. Kann's empfehlen. Wer es 100% durchhauen will mit den DLCs, holt's euch. Gibt's im Game Pass. Gibt's teilweise für 12 Euro irgendwo sonst was. Gibt's in den... Ich weiß gar nicht, wo ihr euch das überall holen könnt. Das kostet teilweise manchmal bloß einen Zehner. Ultimate Edition teilweise auch sogar. Da sind dann die DLCs mit drin. Bloß im Game Pass waren die jetzt nicht mehr dabei. Macht Spaß, macht Laune, holt's euch. Oder ihr habt jetzt genug gesehen und holt euch ein anderes Spiel. Danke fürs Zuschauen, macht's gut. Und bis zum anderen Let's Play. Servus.